Die Deutsche Börse und die London Stock Exchange forcieren ihren Fusionsplan. 3 Wochen nach Bekanntwerden des Vorhabens konkretisierten die beiden Börsenbetreiber ihre Bestrebungen zum Zusammenschluss auf Augenhöhe. Nun müssen Aktionäre und Aufseher entscheiden. Beide Seiten werben mit großen Wachstumschancen und 20% Einsparpotenzial. Die Kosten könnten pro Jahr um 450 Millionen Euro gedrückt werden. Die beiden Partner kalkulieren mit Einmalkosten von 600 Millionen Euro. Nach Erlösen entstünde der weltgrößte Börsenbetreiber.